vorhin schon ein bisschen gespoilert haben, haben wir jetzt vielleicht die Möglichkeit, ein bisschen mehr über dieses musikalische Geheimnis zu erfahren. Pico, deine Bühne. Dankeschön. Hallo, hallo und vor allem nicht nur meine Bühne, sondern auch Thies Bühne. Hallo Thies. Hallo Pico, da sind wir wieder. Ja, genau, da sind wir wieder nach einem Jahr. Wieder ein bisschen weniger Chorsingen haben wir uns wieder zusammengefunden und machen dem CCC-Chor ein Geburtstagsgeschenk, dem ganzen CCC, mit dem CCC-Chor. Genau. Und dabei bei der Suche nach Inhalten, die dem ganzen Sinn fällig zuspielen könnten, sind wir auf eine Botschaft unter der Hauptkonsole der Fairy Dust gestoßen. Und wir haben also keine Mühen gescheut. Wir sind durch die Fairy Dust geklettert und haben nach dem richtigen Material für ein Geburtstagsständchen gesucht. Und sind tatsächlich fündig geworden und haben einen archaisch anmutenden EEPROM-Datenträger gefunden, den wir geschafft haben, dann auch auszulesen und da einen Code entdeckt, den wir aufteilen konnten in eine Partitur, haben wir festgestellt. Es handelt sich um eine Partitur und um ein Textfile, das wir zunächst nicht entschlüsseln konnten und darum vor einigen Tagen in die Welt geschickt haben, in unsere Community, um zu sehen, ob uns jemand helfen kann. Und wir haben auch tatsächlich Hilfe bekommen. Genau. Uns hat relativ schnell auf Mastodon die kosmische Botschaft entschlüsselt und hat uns rausgefunden, was das für Text sein wird, den wir singen werden. Und deshalb einen lieben Dank an die Leute in der Community, die mit uns gerätselt haben und uns geholfen haben. Ja, das heißt, wir haben jetzt ein Stück. Wir haben ein eigenes Stück wieder für diese RC3, für diese Core-Session. Das heißt, wir können gemeinsam singen und wir werden auch gemeinsam singen. Es wird ein paar Sachen werden wie immer sein und ein paar Sachen werden ganz neu sein. Und was wie immer sein wird, sind beispielsweise, dass die Musik und die Übertracks von Thies gemacht werden. Erzähl doch mal kurz. Also, jetzt ist die Partitur da. Jetzt werde ich bis zur ersten Onboarding-Session nachher die Übungstracks mit einer Stimmemulationssoftware erstellen. Und dann könnt ihr die euch runterladen. Auf der Chorseite ist alles verlinkt, was ihr dafür braucht. Die sollte jetzt hier in einem Banner-Text auftauchen. Genau, da, wir haben da unten eine Bauchbinde. Wir haben nämlich inzwischen auch eine eigene Webseite. Wir sind keine Webdesigner, wir sind MusikerInnen. Deshalb seht uns nach, dass die nicht so hübsch ist. Aber da sind die wichtigen Informationen. Also ich finde sie in ihrer Funktionalität sehr hübsch. Auf jeden Fall ist da jetzt gerade auch die Partitur aufgetaucht. Da ist er in einen PDF-Viewer eingebunden. Ihr könnt sie euch aber gleich auch runterladen auf der finale Seite unserer Sessions hier im Fahrplan. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach bei uns bei Twitter dem Big Blue Button Link, das auf der Seite auch angegeben ist. Wie wir von jetzt weitermachen werden, ist, ihr werdet morgen und übermorgen nochmal ein kurzes Update von uns haben, jeweils um 15.30 Uhr genau hier. Wir werden heute Abend uns nochmal mit einem Mysterium auseinandersetzen und dann werden wir an Tag 3 abends, nee, nachmittags, werden wir zusammen singen und an Tag 4 gibt es dann das Ergebnis. Dieses Mysterium, das ich gerade angekündigt habe, ist die Software Jamulus. Um die habe ich mich die letzten anderthalb Jahre oder so immer so ein bisschen drumherum gedrückt, weil als ich die das erste Mal aufgemacht habe, war die ziemlich anstrengend und die so auf so einem Linux zum Laufen zu bringen war ein bisschen uff. Und Audio-Software auf Linux ist ja immer, also, naja. Und
Deshalb habe ich mich da drum gedrückt, aber es hat eine sehr liebe Person, hat immer wieder nachgetreten und nachgefragt, ganz lieb natürlich, ob wir das denn mal mit Jamulus probieren wollen. Und dann habe ich mich endlich breitschlagen lassen und das angeschaut und ich bin echt weggeblasen worden, weil man kann darüber einfach ganz normal musizieren, man kann einen Kanon singen. Und wenn man mit Laienmusikern im selben Raum musiziert, haben die teilweise mehr Latenz und sind ein bisschen langsamer und ein bisschen weniger genau in der Time als jetzt über diese Software. Und deshalb bin ich super beeindruckt und möchte es unbedingt mit euch machen. Das ist die Software Jamulus, die aber auch ein bisschen anstrengend ist. Das heißt, ich habe es euch ja erzählt, ich musste auch erstmal ein bisschen überzeugt werden. Und zwar müsst ihr die installieren und je nach Betriebssystem müsst ihr die auch nochmal ein bisschen konfigurieren und überhaupt zum Laufen bringen. Und ich verrate euch, bei Linux ist es am anstrengendsten. Das heißt, ihr habt da eine lustige Frickelaufgabe für euch. Kann sein, dass es direkt für euch funktioniert. Deshalb sitze ich hier auch nicht nur mit meinem Linux-Laptop, sondern hier auch mit meinem silbernen, schrecklich proprietären Laptop. Denn auf Mac funktioniert das Ganze bedeutend besser. Aber was tut man nicht alles für niedrige Latenzen? Damit wir auch von der Core-Seite her gut klarkommen mit der Software, treffen wir uns heute Abend um 18.30 Uhr zum Onboarding. Das heißt, wir setzen uns zusammen, schauen, dass die jeweiligen Sounds gut zusammenpassen, dass alle Leute genau gleich laut oder gleich leise sind. Vielleicht helfen wir einander noch mal ein bisschen beim Debugging. Und deshalb ist es ziemlich wichtig, dass alle, die beim Chor mit singen wollen, auch bei der Onboarding-Session heute Abend, das wird nicht super lang sein. Vielleicht singen wir auch wirklich noch mal ein bisschen was oder haben noch ein bisschen eine Plauderei. Das wird keine große Geschichte sein, aber mal vorbeikommen wäre total gut, damit wir die Sachen vorbereiten können. Ja, das heißt Onboarding heute Abend, dann, wenn ihr Berichte aus der Werkstatt hören wollt, morgen und übermorgen 15.30 Uhr und dann singen wir gemeinsam am Tag 3 um 16 Uhr. Dies habe ich noch was vergessen. Ja, also für die, die sich jetzt nicht befähigt fühlen oder nicht willens sind, zu Jamulus dazu zu stoßen, die können auch ihre Stimmen uploaden. Das ganze Stück hat auch ein fixes Tempo und das ist alles aus der Partitur ersichtlich. Es wird dann auch wahrscheinlich auf jeden Fall bis Tag 3 eine Timeline geben, an der sich alle orientieren können zum Einsingen. Und die könnt ihr dann benutzen, um dazu was einzusingen und zu spielen, falls euch Jamulus zu heikel ist oder ihr zu scheu seid oder das für sicherheitsrelevant problematisch haltet. Genau. Ja, und the more the merrier. Das heißt, retweetet uns gerne, retweetet uns, ladet noch mehr Leute ein. Ihr braucht keine Chorerfahrung haben. Und ihr braucht auch nicht vorher perfekt geübt zu haben, um bei uns mitsingen zu können. Wie gesagt, über das Jamulus hört man die anderen. Das heißt, man kann wirklich in der Gruppe singen, ohne sich irgendwie selber stützen zu müssen. Und deshalb traut euch gerne und singt mal wieder bei uns mit. Und wer instrumentale Beiträge beisteuern möchte, bitte einfach melden. Es gibt auf jeden Fall auch da Partitursätze, die benutzbar wären. Und letztes Jahr hatten wir ja doch ca. 15 oder 20 Instrumentalisten, die mitgemacht haben. Falls die sich wieder berufen fühlen, was beizusteuern, dann schaut doch morgen bei dem Werkstattbericht vorbei. Da gibt es dann auf jeden Fall mehr Infos dazu. Oh ja. Ja, also das fände ich auch noch richtig cool, wenn wir mehr wilde Instrumente haben. Es gibt ja sehr viele spannende musizierende Menschen im Chaos. Genau. Ja, dann freuen wir uns auf heute Abend, die Onboarding-Session. Und findet alle Informationen unter cccchoir, also ccchoir.de. Und also wie es hier unten steht. und ja, genau. dann habt noch eine schöne Zeit.
bis hoffentlich bald. Bis später. Tschüss.